Guten Morgen, Borussia-Fans. Es ist 8.30 Uhr, es ist Sonntag, aber heute ist natürlich kein normaler Sonntag, denn heute geht's zum Derby, die Borussia gegen, ihr wisst schon wen. Und für mich ist das was ganz Besonderes, denn ich war zwar schon oft bei der Borussia, aber ich war noch nie beim Derby. Heute wird sich das aber ändern und ich freue mich mega, ich bin mega heiß. Und was würde da besser passen, als wenn ich euch einfach mal mitnehme, wir drehen so einen kleinen Vlog und wir erleben das Spiel zusammen und schauen uns zusätzlich mal an, was bei so einem Spieltag eigentlich behind the scenes abgeht. Und am Ende des Videos gibt's eventuell sogar noch was zu gewinnen, also bleibt dran und let's go! So, wir sind jetzt in den heiligen Hallen. Hier ist natürlich alles noch relativ ruhig jetzt. Rechts neben mir der Fohlenshop, gerade auch noch relativ leer, aber das wird sich definitiv ändern. Und links neben mir die Fohlenwelt. Und wenn euch das Thema Fohlenwelt ein bisschen mehr interessiert, beziehungsweise ihr mehr erfahren wollt, dann klickt doch einfach oben auf die Infocard und dann erhaltet ihr alle Informationen rund zur Fohlenwelt. Wir wollen jetzt aber nach oben zu den Büros. Das heißt, wir fahren jetzt hoch und da geht's weiter. So, Leute. Und here we go. Wir sind im Büro von Borussia eSports und schaut euch das an. Blick aufs Stadion. Was gibt's Besseres? Und ich zeige euch natürlich auch nochmal kurz die Gaming Area, wo des Öfteren mal von unseren E-Sportlern geschwitzt wird. Gleich nebenan natürlich. Und hier, schaut euch das an. Hier ist unsere Gaming-Ecke. Auch hier nochmal Blick aufs Stadion. Und ich glaube, da kann man sich dran gewöhnen, oder? So, also ich glaube, so ein Derby-Tag, der könnte definitiv schlechter starten. Die Laune ist super gut. Ich habe ein paar Fans im Aufzug getroffen. Die sind alle mega gehypt, teilweise 6 Stunden angereist. Aber so kann ich jetzt echt nicht mehr rumlaufen. Deswegen, ich werfe mich jetzt mal fix in Schale, Jungs. Und dann bin ich sofort wieder da und wir drehen eine kleine Runde. Wir haben uns jetzt fix umgezogen. Trikot ist am Start. So, aber natürlich, wenn wir einmal drin sind, was darf bei so einem Besuch im Borussia-Park auf keinen fehlen? Der Sieg. Genau. Und ein Besuch im Fohlenshop. Und da gehen wir jetzt rein. Okay, Leute, Heimtrikot. Absolutes Muss natürlich. Aber dieses Jahr mein Favorit. Drittes Trikot. Nee, nee, wir drehen den Vlog, Jungs. Haut mal raus. Was glaubt ihr, wie geht's aus? 2-1. 2-1 Gladbach? Ja, 8-0. Perfekt, Mann. Perfekt, Mann. Okay, Leute, wir waren im Fohlenshop. Schal ist noch gesnackt. Wir gehen jetzt zum Stadion bzw. zu den Eingängen, werden uns noch was zu snacken holen und dann freuen wir uns auf jeden Fall aufs Spiel. So, wir sind jetzt im Stadion drin. Wir haben allerdings noch ein bisschen Zeit und deswegen holen wir uns jetzt einfach auf ganz entspannt noch was zu essen und natürlich auch noch was zu trinken. Wir schauen mal. Und wo wir gerade beim Thema Essen waren, haben wir direkt noch ein bekanntes Gesicht getroffen. Jeff ist auch am Start. 5 Jahre E-Sportler bei Borussia eSports. Dieses Jahr deine 5. Saison. Genau. Wie fühlst du dich? Sehr gut, um ehrlich zu sein. Ich bin immer noch froh, hier zu sein und freue mich heute immer mal aufs Spiel. Ich habe richtig Bock. Aber das Wichtigste, was brauchst du denn jetzt aus? Gladbach macht das. Ergebnis? 3-1. 3-1. Hören wir heute öfter, aber ich glaube, das ist ein gutes Summen. Okay, wir sind jetzt im Stadion drin. Hier noch fix was zu trinken gegönnt. Natürlich alkoholfrei. Und im Hintergrund, die Jungs sind schon am Aufwärmen. Leider knapp verpasst, aber wir nehmen trotzdem alles mit und wir schauen mal, ey, es ist so ein geiles Wetter. Wirklich, ey, es ist perfekt. Okay, die ersten 45 Minuten sind jetzt vorbei, wir sind in der Halbzeit und ja, vielleicht kurzes Fazit von der ersten Halbzeit. Also 2-1 Führung, ich glaube, unsere Jungs sind jetzt richtig gut drin. Köln hat jetzt einfach direkt nach den Auswechslungen noch 4-2 geschossen. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen und es hat auch ehrlich gesagt keinen interessiert.
So, das Spiel ist vorbei. 5-2 gewinnen wir gegen Köln. Absolut verdient. Was für eine mega starke Partie. Beide Hälften einfach nicht nachgelassen, weiter Druck gesetzt und verdient 5 Tore geschossen. Player hätte am Schluss noch das 6-2 drauflegen können, aber ich würde mal sagen, die Punkte bleiben hier. 5-2 geht in Ordnung und ja, nur der VfL. So, Freunde, wir sind jetzt aus dem Stadion raus, aber das war's noch nicht. Wir haben nämlich gleich noch einen Special Guest am Start. Jonas, Glückwunsch zum Derby-Sieg. Würdest du sagen, ach, geil. Also, hat man lange nicht mehr in der Verbotszeit. Du hast jetzt noch was mitgebracht? Genau, das Trikot, das ich gerade anhatte, unterschrieben. Gegen Köln. Also, es lohnt sich. Super. Vielen Dank, Mann. Bitte. Auf einmal. Ciao, ciao. So Leute, das war mein erstes Derby. Kurzes Fazit, was soll ich sagen? Wetter war Bombe, die Mannschaft war komplett da, die Leistung war überragend, die Fans waren da, die Stimmung war extrem gut die ganze Zeit und ja, am Ende 5-2, vollkommen verdient und sogar noch das Matchwinner signierte Trikot von Jonas Hofmann mitgenommen. Aber das ist nicht für mich, das ist nicht für mich und wo das hingeht, das werdet ihr bald erfahren. Also, bleibt dran, denn wir sehen uns nochmal. So Leute, der Tag danach. Es fühlt sich immer noch mega an, Derby-Sieger. Wir schauen nochmal auf den Platz. Wir sind nochmal am Stadion und der sieht auf jeden Fall gut beackert aus. Die Fohlen-Fußballschule ist jetzt auch am Start. Das passt perfekt. Und ich bin euch natürlich noch was schuldig, denn wir haben noch das Matchworn signierte Trikot von Jonas Hofmann und das nehme nicht ich mit nach Hause, denn das wird verlost und zwar an einen von euch. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Lasst ein Like auf das Video da, schreibt einen Kommentar, warum ihr gerade das Trikot gewinnen möchtet und abonniert natürlich den Borussia-Kanal. Es ist ganz einfach und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, Leute, das war's von mir. Haut rein. Ciao, ciao.